Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Packy zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Und ich habe das Problem von letztes Mal herausgefunden. Ich habe die Gletschermod leider entfernen müssen. Die hat irgendwie ein bisschen den Shader überarbeitet. Ich weiß es hier nicht. Auf alle Fälle, jetzt ruckelt es nicht mehr. Jetzt kann ich hier wirklich schön drehen. Ich hoffe, es nimmt das auch schön auf hier ohne Geruckele. Das passt, auch wenn ich hier zoome, rangehe und wieder weggehe. Das scheint hier alles wunderbar zu funktionieren. Also, ja, diese Teile leider nicht. Ich weiß momentan nicht, welche Mod das verursacht hat. Aber, ja, die Schneemod bzw. die Gletschermod, die hat das Ruckeln, glaube ich, verursacht. So, das Spiel ist auch neu gestartet wieder. Und ja, eine neue Aufnahme. So, wir gehen gleich wieder in Schnellmodus und müssen wieder mal warten, bis alle ankommen. Was machen wir denn so? Ah, ja, letztes Mal hatten wir Plus gemacht. Sehr gut. Und das sollte ja jetzt dann auch wieder der Fall sein, wenn alle hier wieder abladen. Ja, jetzt haben wir gleich 200.000 Plus. Und auch hier haben wir im Gesamten, machen wir auch genügend Plus. Mal gucken, wie es Ende Jahr aussieht. Ich glaube, jetzt müssen wir mal ein paar Jahre hier Schnellmodus arbeiten, dass das Geld zusammenkommt. Neue Fahrzeuge hat es unterdessen noch nicht gegeben. So, okay, wenn wir im Schnellmodus sind, ist das Geruckle eigentlich völlig normal. Das hier habe ich wieder vergessen auszuschalten. Ja, aber so geht es eigentlich immer noch. Er hat manchmal seine Schwierigkeiten. Aber das ist ja nicht so schlimm. Gut, eine weitere Verbindung zwischen Chondra und Chopach wäre dann eigentlich angesagt, dass man diese hier in Angriff nimmt. Boah, hier hat es aber wirklich schon viele Leute. Die kommen gar nicht mehr nach mit Abladen und... ja, da müssen weitere Leute dann auch warten. Hier, okay. Aber das Geld schießt da wirklich in die Höhe. Es könnte gut sein, dass wir schon bald halbe Million bald knacken im Plusbereich. Ja, wenn der hier auch noch ankommt vor diesem Jahr, warten wir kurz. Vielleicht reicht es, dass wir hier die halbe Million schon hinkriegen. Vielleicht, wer weiß. So, ja, die halbe Million haben wir noch nicht. Aber knapp. Ist sehr knapp. Ah doch, jetzt ist der hintere noch angekommen. Und jetzt kommt der Abzug. Ja, sehr schön. Ja, das, ja. Es kommt. Das gefällt mir. Gut, wir können uns unterdessen eben auf den nächsten Bahnhof und die nächste Verbindung fokussieren. Chondra. Chondra nach Chopach und diese Linie, das gibt dann schon mal die erste Herausforderung nicht, aber eher etwas teure Linie, weil wir da wahrscheinlich durch diesen Hügel, durch dieses Gebirge gehen werden. Das ist sicherlich was Tolles hier. Jetzt mal auf Normalmodus, um mal zu gucken, wie es dann läuft. Ja, es läuft dann viel besser, wenn man hier und ja, es. Das ist wirklich im Schnellmodus, haben wir dieses Problem, dass er da neu laden muss. Ansonsten eigentlich nicht groß. Nehmen mal noch kurz. So. Ja, es ist wirklich dann im Schnellmodus das Problem, das dann auftritt. Weil ansonsten, es ist gar nichts überlastet von meiner Hardware. Von dem her, das ist eindeutig das Spiel. Es kann aber auch gut sein, dass es von verschiedenen Mods oder von gewissen Mods dann verursacht wird. Im Notfall müssten wir halt dann da auch nochmals etwas dort machen dann. Okay, weil jetzt irgendwann kommt es dann wieder. Gut, wir werden hier den Bahnhof erstellen in Chondra. Und zwar, wo werden wir den setzen? Vor allem, was machen wir für einen?
würde da, weil es hier mehrere sind, also hier mehr ein guter Anschluss ist, hier nicht oben, ich würde hier unten den setzen. Und ebenfalls ein Durchfahrtsbahnhof. Wollen wir hier versuchen vielleicht ein Underground würde ich jetzt da nicht nehmen. So mal, aber kurz zum Zeigen, wie es aussieht. Ja, es ist teuer, aber ihr seht, es sieht dann so aus. Man sieht nichts, weil es eben unterirdisch dann ist. Und der Zugang, der ist noch interessant. Da müssen wir dann noch gucken. Irgendwo muss er dann an die Straße angebunden werden. Da habe ich das Ganze noch nicht ganz herausgefunden. Aber wahrscheinlich können wir das dann mit denen hier machen. Ganz klar, dass man hier eben dann so etwas hinsetzt. Da kommt man dann runter. Und dass man hier mit diesen dann zusammenarbeiten muss. Das finden wir aber ganz bestimmt sehr schnell dann raus. Nehmen wir Standard Plus. Nein, wir nehmen den hier. Schließen hier den Bahnhof an. Wieder im Schnellmodus mal ein bisschen laufen lassen, dass das Geld kommt. 4 Stück nehmen wir hier und vielleicht auch die 200er Größe. Hier sehen wir, hier gibt es mal die ersten Probleme, was die Höhe angeht. Vielleicht eine Curved-Variante. Halt in die andere Richtung. Dann noch ein bisschen drehen. Na, ja, das wird teuer hier. Da müssen wir eine andere Lösung finden. Das wird jetzt noch tricky, wie wir den hinsetzen. Der wird wirklich teuer. Wenn wir den... Ja, hier hinten geht's... Ja, oder in die Höhe. Dreh den nochmals und mach da gerade. Wir den hier hinsetzen. Hier ist ein gerade oder eher ein flaches Stück. Komm, wir nehmen den hier. Machen wir das ein bisschen. Ja, das ist schon wieder zu viel. So vielleicht. Irgendwo etwas das günstigste finden hier. Ja, vielleicht so. Ja, machen wir das so. Dann die Straße. Da haben wir letztes Mal diese hier genommen. Die ist klein. Oder wir könnten jetzt hier in diesem Falle doch die Breite nehmen. Ja. Ja, das könnten wir. Und ich würde aber auch hier dann zumachen. Müssen wir da auch etwas Schönes machen. Vielleicht so. Dann radikal nach unten gehen. Ja, so können wir es, denke ich, mal leben lassen. So sieht es gar nicht so schlecht aus. Okay. Und dann gehen wir in die Zone vom Bauen der Haltestellen. Was nehmen wir hier? Wir können ja mal ein bisschen alles ausprobieren. Nein, da würde ich vielleicht etwas Größeres nehmen. Oder etwas anderes, muss es so sagen. Wir könnten so etwas mal ausprobieren. Oder sollen wir etwas mit Tram machen? Das wäre natürlich auch eine Option, mal das erste Tram hier einführen. Sollen wir das so hinsetzen? Oder eher hier hinten? So etwas wow. Nein, ich glaube, hier nehmen wir den da nicht. Wir nehmen dann das... Ja, jetzt ist der Autosave dran. Darum geht hier gerade nichts. So, dann nehmen wir eine neue Wendeschleife, alte Wendeschleife. Geh mal kurz in diesem Modus hier. Also, das sind neue Wendeschleifen. Jawohl. Aber wir können nicht auf die andere Seite wechseln. Doch hier. Das wäre die... Oh, auch teuer. Kommt etwa aufs Gleiche an hier. Und ich hätte auch Verbindung zum Bahnhof. Aber ob es rege genutzt wird, dass hier der Bahnhof wirklich bringt, wir könnten sie einfach so mal hinsetzen. Denn ihr seht ja,
Es läuft hier sehr gut, wir können schon mal wieder zurückzahlen. Cool. Du hast Verbindung zum Bahnhof? Jawohl, das hast du. Und dann können wir noch weitere setzen hier. Da nehmen wir eben dann mal andere Haltestellen. Mit verschiedenen Straßenabständen. Ich gucke da mal schnell, was hier gemeint ist. Der ist weit außen. Der ist sehr nahe drin. Dann würde ich hier den mittleren Teil hier nehmen. Oder den ganz außen. Ah, der sieht auch noch cool aus. Das ist der mit H. Ganz innen. Oder der H mit ganz außen. Ja, komm, wir nehmen so einer hier. Den H. Aber nicht hier, weil sonst nehmen wir die Haltestelle von dem da weg. Wir nehmen den hier unten. So. Dann nehmen wir hier wieder einer. Hier unten. Dann gehen wir mal hier oben hin. Da gibt es auch wieder Spezial. Verbinden. Oh, da kommen, da machen wir jetzt eine Verbindung hier. Das macht sicherlich Sinn, dass wir das Ganze noch anpassen. Ja, so. Dann können wir da einen besseren Durchlauf machen und gleich noch hier eine Haltestelle hinsetzen. Dann machen wir auch gleich die erste Linie. Wir starten. Oh, jetzt. Wir brauchen ja ein Tram. Also. Wir brauchen ja eine Tram. Also, da müssen wir zuerst hier. Ja, mit Tramgleisding. So. Jetzt müssen wir alles überarbeiten. Sonst geht da logischerweise nichts. Sollte auch noch gut klappen. Ganz nach hinten. Das sieht zwar am Anfang nicht sonderlich schön aus dann, weil sie hier wenden müssen, aber das ergibt sich dann später dann schon. So, jetzt bauen sie schon Straßen. Hier haben wir, doch, die Verbindung haben wir. Okay. Na gut, nein, das passt. Die Linie muss ich nochmals haben. Die Linie 1. So, von hier gehst du raus auf diese. Dann haben wir hier die ersten Verbindungen. Gehst du wieder zurück hier. Ist da lang. Und ja, gibt doch noch 11 Stück hier. Okay. Dann haben wir Tram. Chondra. Chondra. So. Gut. Dann ein Depot. Ein Depot brauchen wir noch. Ich zahle da ganz kurz wieder zurück. Nochmals zurück. Es kommt hoffentlich nochmals Geld. Und ansonsten muss ich halt dann nochmals wieder leihen. Ein Depot. Wo setzen wir dich hin? Wie könnten wir jetzt hier hinten hinsetzen? Könnte noch funktionieren, wenn ich hier gerade das Ganze hinkriege. Wie weit kann ich entfernt sein? So, vielleicht. So, das sieht nicht schlecht aus. Wenn wir es so hinsetzen. Oh, jetzt rutschen wir aber gerade ins Minus. Jetzt warten wir ganz kurz. Es sollte eigentlich wieder ins Plus gehen, wenn ein paar Züge dann wieder ankommen. Diese Zeit nehmen wir uns jetzt schnell. Oh, noch mehr ins Minus. Ah, und gleich wieder ins Plus. Sehr gut. So, das passt. Jetzt können wir auch da schon wieder Lokomotiven, solche Trams kaufen. Da haben wir auch nichts Spezielles. Wir haben ja die Stockholmer Pferdestraßenbahn, die frisch geladen wurde. Die fährt auch 20 gegenüber den anderen. Ist ein bisschen teurer, hat aber auch einen Platz mehr. Wir haben 11 Stück hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Linie zuweisen. Dann Chondra. Sehr gut. Ich hätte es eigentlich noch nicht kaufen müssen. Das war jetzt ein bisschen doof. Wir werden Pause drücken und werden uns da wieder leihen für den Streckenbau. Weil das hier macht jetzt ganz bestimmt Minus. Das ist jetzt nicht cool oder super. Sondern wir machen jetzt die Linie hier zu Schoppach.
Da nehmen wir die innerste Linie. Ja, wir nehmen die innere Linie. Gehen da mal raus. Am besten, ja, das wird teuer, eine teure Strecke. Ich hoffe einfach, dass es, also warte mal, so, ja, das sind wir hier auf dem richtigen Weg. Ja, das passt hier. Ja, es ist auch, wenn es nicht schnell geht, ruckelt es noch. Das muss wieder irgendwo im Hintergrund doch noch etwas sein. Also nicht bei mir, aber im Spiel. Eine Mod, die unter Umständen noch Probleme macht. Ich glaube auch, das hat was mit diesen Punkten hier zu tun. Muss ich noch gucken, ob ich das korrigieren kann. Ich hoffe es mal. Hier müssen wir die äußerste. Nein, wir gehen in die zweite, weil Jobpark könnte man dann auch verbinden mit Bad Münster. Das würde auch noch gehen. Später. Und für die Durch- oder für den Regio müssen wir auch noch gucken, welche Linie wir dann nehmen. Dass wir da nicht in die Quere kommen. Aber da könnte man vielleicht auch mehrere auf ein Gleis dann benutzen. Ja, wir nehmen den hier. Sehr gut. Und bauen gleich auch die doppelte Variante. Das wäre dann hier. Gehen wir raus. Und verbinden das Ganze gleich. So. Gut. Und da könnten wir diese Variante hier nehmen. Und dem hier ein bisschen nach vorne ziehen. Und da ein Depot hinsetzen. Dann können wir das gleich schräg mit anschließen. Oder quer durch. So. Das Depot hier hinsetzen. Und dann können wir gleich schräg oder eben quer durch die Gleise durch. Machen wir das auch gleich. Und zwar das Depot hier. Können wir etwas anderes Elterliches nehmen. Letztes Mal hatten wir den. Nehmen wir den Schütt. Ja, vielleicht ein preußischer Prellbock. Er sieht eher schöner aus für einen Bahnhof hier. Da gucken, dass ich den hier auch so erwische, damit es für alle Beteiligten da in Ordnung geht. Ja, so nah wie möglich ran. So. Dann ein bisschen nach vorne ziehen. Er hat den Anschluss bereits und dann können wir quer durch. Jetzt hier auf die Steigung wieder achten. Sehr gut. Dann können wir den noch ändern. So, was ist hier an der Performance jetzt nicht gut? Interessant. Ich hoffe jetzt nicht, dass etwas dann zusammenbricht. Aber das müssen wir ganz sicherlich beobachten, dass das nicht ja, zum Durchläufer wird, das Ruckeln hier. Das nervt mich jetzt schon. Fällt mir nicht, weil es liegt nicht an der Maschine, es wird irgendwo an der Mod sein. Okay, dann brauchen wir ja noch die Signale. Dann hier einmal fürs Rausfahren und dann für das Wechseln. Einisch hier und der andere ganz vorne. So. Okay. Genügend, na. Ja. Gut, dann die Linie einzeichnen. Ah, jetzt kommt der Autosave. Der hat. Ja, das angeht gar nichts. Der darf das aber auch. Von Jobpach nach. Wo sind wir hier? Genau, nach Schondra. Gut. Dann nehmen wir dich auch gleich so. Zug von Jobpach. Ah. Ich wieder zu schnell. Jobpach nach Schondra. Sehr gut. Züge müssen wir noch kaufen. Jawohl. Oh, jetzt hast du aber hier. Jetzt habe ich gesehen, glaube ich, gerade das falsche Gleis genommen. Ja, das ist eben falsch hier. Du musst aufs 1 gehen. Ja.
Das bedeutet, da fehlt noch etwas. Da fehlt noch ein weiteres Gleis hier. Zwar musst du hier noch rüber gehen. Hier geht's nicht. Hier könnte man das noch so machen. Ja, jetzt wechselt der. Sehr gut. Macht auch das Ganze mehr Sinn. Okay. Dann kaufen wir uns den Zug. Da bleiben wir beim gleichen Zug hier. Kaufen wir. Es kann auch sein, dass es eben mit der Mod von... Nein, das kann auch nicht sein. Von der Perspektive ist. Ich hoffe es aber auch mal nicht, dass es der Grund sein wird. Ich könnte das aber auch noch testen. Da haben wir... Wie viel haben wir da gekauft? 6, 12... 18, 24, genau. Machen wir noch ein bisschen mehr Darlehen, dass wir hier den klonen können. Ja, sehr gut, das reicht gerade. Und du bist der hier. Okay. Sehr schön, also dann können wir dich wieder laufen lassen, auch gleich im Schnellmodus. Wenn ich die Kamera nicht bewege, wenn ich nichts mache, dann läuft alles wunderbar. Sobald ich mich hier drehe und er muss rechnen und tun und machen, dann geht das problemlos. Also ich werde es rausfinden, was es ist. Irgendetwas plagt ihn während dem Drehen. Aber das finde ich schon noch heraus. Gut. So, also wir haben eine... Ja, auch diese Grafikfehler hier. Also wir haben hier einmal jetzt schon die Trams in Besitz genommen. So, hier kommt auch die Linie oder die Straße immer näher ran, dass er die Verbindung dann hat. Hier hinten baut er auch weiter aus, dass hier dann irgendwann die Verbindung zustande kommt. Sehr schön, ja, das passt. Und hier hat er ja mal schon eine Querstraße hingebaut. Okay, alles klar. Das ist jetzt auch nicht so toll, was er hier gemacht hat, aber ja, wie auch immer. Gut, was haben wir hier hinten? Ist der unterdessen... Ja, hier wartet auch schon einer. Ha, sehr cool. Also dann fährt der schon mal nicht alleine los. Immerhin schon einer dabei. Wir steigen doch auch gleich hier ein. Im Schnellmodus. Ja, wir steigen hier im Schnellmodus ein. Ohne dass es hoffentlich groß ruckelt. Ja, es ruckelt leider. Das ist sehr unschön. Das ist sehr unschön, also wenn ich die Performance vom PC anschaue, dann ist da überhaupt nichts zu sehen, dass irgendetwas in die Höhe schießt. Also es scheint hier etwas sein, was er da fleißig rechnen muss. Aber was? Ich werde das schon herausfinden. So, jetzt hoffe ich, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit über das hier spreche, aber eben es nervt mich brutal. Weil das finde ich dann eben auch nicht schön, wenn man es angucken muss oder zusehen muss. Das macht keinen Spaß hier. Das ist da auch klar. So, oioioi, da geht's hoch rauf mit dir. Da kämpfst du mit Geschwindigkeit. Ja, knapp. Aber wir werden es wissen, wenn du dann mal voll beladen bist, ob du da immer noch mit 28 km/h nach oben schießt oder eben nicht. So, also. Gut, eben weil wir im Schnellmodus sind, muss er da natürlich eben wieder rechnen. Ja, hier im Bahnhof drin ist wieder alles in Ordnung. Da geht auch gleich wieder los. Sieht auch schon recht cool aus hier. Hier hat er keine Probleme beim Rechnen. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Es kann schon sein, dass im Hintergrund irgendetwas noch plagt. Aber welche? Jetzt sind wir dann wieder oben und jetzt muss er dann wieder rechnen wahrscheinlich. Jetzt sind wir wieder auf dem flachen Teil. Denkste. Jetzt läuft's flüssig. Okay, gut. Wir fahren jetzt nochmals kurz zurück. Dann gucken wir auch mal, wie es geldtechnisch aussieht. Ob sich da wieder was getan hat, ob wir das wieder zurückzahlen können. Weil ich möchte eigentlich so schnell wie möglich auf eine, wie soll ich sagen,
ja, dass wir so schnell wie möglich nichts mehr anpassen müssen, also dass wir unabhängig sind. Aha, guckt mal hier, da geht es ja noch in die Tiefe. Kann das sein, dass er wegen denen hier rechnen muss? Nein, eigentlich nicht. Das ist ja die... Nein, eigentlich ja nicht. 7 Leute sind da auch dabei. Ja, das mit dem Dampf, das könnte ich dann vielleicht mal noch wieder herausnehmen. Ich habe eben einen Shader auch drin oder ein Skript für den Dampf. Also, dass hier das Geräuchere nicht so extrem ist. Also, wenn man mal hier in der Nähe etwas am Basteln ist oder Machen ist, dass man nicht dann voll gequalmt wird und dann nichts mehr sieht. Oder wir sehen hier, das klappt wunderbar mit dem Geld. Da kommen wir sehr gut voran. Wir können da fortlaufend zurückzahlen. Jetzt haben wir nur noch 5 Millionen Schulden. Schön wäre, wenn man das jetzt relativ schnell dann auch auf Null bringt, dass wir keine Schulden mehr haben. Das sind immerhin 60.000. Jetzt sind es dann noch 50.000. Wir machen auch im Jahr schon relativ viel Plus. Das ist schon über 500.000. Das sieht doch sehr, sehr gut aus, wie wir hier schon wirtschaften. Und hier ist es ist überfüllt. Wir müssen da, ja, oder können hoffen, dass jetzt dann relativ schnell mal die ersten neuen Lokomotiven und Wagen kommen. Ansonsten werde ich mal schauen, ob ich vielleicht noch ein paar weitere Mods installieren kann. Gut, wenn ich auch auf die Uhr schaue, sind wir schon wieder so weit, dass wir leider Schluss machen müssen. Wir warten noch kurz, bis hier der Zug hier einfährt und nochmals ein bisschen Geld abwirft. Die machen ja alle wunderschön Plus hier. Das freut uns natürlich, das füllt unsere Kassen. Genau. Sehr schön. Der andere hinten ist auch angekommen, das wirft uns wieder nach vorne. Und hier kommt auch noch diese Lok ran, fährt ein. Auch diese macht hier schön Plus. 300, ja 200.000 pro Jahr macht die Plus. Wenn die auch 200.000 macht, sind wir bei 400 und die andere machen auch jeweils so viel. Dann, ja, kommt das sehr gut voran. Sehr gut. Dann sind wir hier, ja, also perfekt. Dann verabschiede ich mich. Wir gehen zurück in den Pausenmodus. Besten Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Packy. Bye, bye.